Herzlich willkommen, zweiter Teil. Wir sind immer noch bei MRP und ja, es ist so unfassbar viel Information, die wir hier sammeln und oder die ich hier sammle. Deswegen müssen wir das Ganze ein bisschen aufteilen und deswegen machen wir jetzt einen zweiten Teil und bei diesem zweiten Teil viel Spaß. Ich bin jetzt mal der eigene Kameramann, weil ich habe heute keinen Kameramann dabei. Ja, ja, immer mehr nach, ne? Schauen wir direkt mal in die Fertigung rein, oder? Auf jeden Fall. So, los geht's hier. Ob es irgendwo ein paar Rollerteile zu sehen gibt. Also auf der Maschine läuft jetzt zum Beispiel gerade das Shorty-Ansaugstutze für PX, kurze Einlassdichtfläche. RD-Membran-Ansaugstutze. Die werden an der Maschine hier gemacht. Genau. Na, das schauen wir uns jetzt mal an. Kann ich hier nämlich ein wenig. Ah, jetzt guck, jetzt kriegen wir einen besseren Blick. Genau. Wie lange läuft das Produkt auf der Fräse? Es kommt darauf an, auf welche Maschine wir das machen und welcher Ansaugschutz es ist, zwischen 12 und 20 Minuten irgendwie in dem Bereich. Ja, dann würde ich sagen, dann warten wir mal, bis der Stutzen fertig ist, dann holen wir den raus. Ich weiß nicht, ob ihr mich so richtig gut verstehen könnt. Es ist schon sehr laut hier, ist ja natürlich klar, wenn hier spannende Arbeiten erledigt werden, aber es ist schon sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Präzision und mit welcher Geschwindigkeit auch die Ansaugstutzen gemacht werden. Also ist ziemlich klasse. Bin mal gespannt, wenn der gleich rauskommt, wie er dann aussieht. So, wir sind fertig. Naja, einer zumindest, ne? Das ist jetzt welcher Ansaugstutzen genau? Das ist der Shorty für die kurze Einlassdichtfläche, PX, Sprint, VNB, Motorgehäuse und so weiter. Und der ist jetzt nach dem Arbeitsprozess ist er komplett fertig. Im Grunde könntest du ihn so versenden oder muss jetzt noch was kommen? Der wird jetzt noch gereinigt, von dem Kühlschmiermittel gereinigt und dann ist er eigentlich so komplett fertig, komplett einbaufertig. Alle Kanten sind entkratet, Gewinde sind geschnitten. Exorbitant geil. Logo ist graviert. Ja, warte, geil, das muss ich gucken. Logo, kriegen wir es drauf? Ne, ist zu hell. Okay, ja. Bling, bling. Ja, das blinkt wie die Hölle. Sehr schön, sehr, sehr schön. Kommt da ins Kistchen. Wie viel machst du davon so in der Woche, am Tag oder wie produzierst du die? Ja, Tausende in der Woche natürlich. schön wär's. Ja, das kommt ganz aufs Produkt an. Also manche laufen besser. Die mit der langen Einlassdichtfläche für PX sind natürlich die am besten laufen. Ja. Ich fertige aber eigentlich alle Varianten immer 50 Stück und lege sie mir ans Lager. Ja. Zu Hochzeiten wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr halten die nicht allzu lange, ein paar Monate. Wenn es dann Richtung Herbst geht, dann sind die auch mal länger am Lager. Aber es muss sich lohnen, wenn man hier immer nur 10 Stück fertigt, dann lohnt sich die Fertigung nicht. Dann lohnt sich das Rüsten nicht, dann lohnt sich das Einrichten nicht. Das heißt, man muss schon mal eine gewisse Stückzahl fertigen, damit es sich auch lohnt. Okay, sehr schön. Genau. Ja, lass mal weiterlaufen. Maschine muss laufen. Unbedingt. Ja, wer Metall liebt, der findet das schon extrem sexy. Und das ist der Ausgangsblock für den... Genau. Einfach gesägte Platte. Aluminium. Sieht gar nicht schön aus. Wahnsinn. Wenn man mal vorher nachher schaut.
Ja, das ist schon ein Unterschied, ne? Und wenn man wird sich, auch relativ viel in Späne umgewandelt. Ne? Wenn man sich überlegt, wie viel Müll du dadurch auch produzierst, nur weil du da ein Loch reinmachst. Das stimmt, ne? Ja, das stimmt. Und das ist halt auch etwas, wo man sagen muss, das macht die Sache dann auch teuer, ne? Genau, und weiter geht's. Produziert die Hauptständer-Versatzplatte für Sprint. Ganz brandheißes neues Produkt. Ja, auf jeden Fall, das schauen wir uns jetzt mal an. Basti, das ist schon groß so, ne? Ja, trotzdem hat es wenig Platz, ne? Aber für kleine Rollerteile erreicht es zumindest, ja. Ja, man muss halt dazu sagen, was die Menschen da draußen vielleicht nicht wissen, du beschäftigst dich ja natürlich noch ein bisschen mehr als nur mit Rollerteilen. Klar. Sondern du hast auch noch ein paar andere Sachen zu tun, ne? Genau, also Hauptjob sind wir Lohnfertiger für Blech- und Metallteile und fertigen überwiegend für Maschinenbau, Ladebau, Gerätebau und solche Sachen. Ja. Bauteile, die natürlich auch noch ein bisschen größer sind. Und ja, die Rollerteile, ich sag mal, die laufen so mit. Ja, ja, das ist klar. Aber im Grunde ist es die Leidenschaft, die dich dazu gebracht hat, das zu machen, ne? Genau, der Eigenbedarf. Man sagt zum Beispiel, man hätte selber gern einen Teil an einem Roller. Ja. Ach, hier Hauptständer, also die Hauptständer-Thematik, die jetzt gerade ganz aktuell ist mit diesem Hauptständerversatz. Ja. SIP Performance 2.0 bestellt, will ihn an meine Sprint mit 200er Motor montieren. Passt halt nicht. Braucht man einen Teil? Ja, genau. Und jetzt habe ich halt gedacht, okay, jetzt Schnauze voll, jetzt Polini-Box habe ich rumliegen und lauter so Auspuffanlage, die ich nicht montieren kann. Und deswegen jetzt gesagt, Schnauze voll, jetzt machen wir so ein Teil. Und ja, wenn man sich den Aufwand macht, sowas zu konstruieren, dann kann man natürlich auch sagen, okay, dann macht man es gleich auch in Serie oder macht es gleich in den Shop, ja. Genau. Schauen wir uns an. Ja, gerne. Ja, also wir könnten mal einen Laser, da werden jetzt die Hauptständer-Versatzplatte für PX geschnitten. Man sieht ja auch noch, man sieht noch die Roller stehen, es ist natürlich immer am einfachsten, wenn man mit einem Roller direkt an die Maschine fährt. Man kann ausmessen, man kann den Prototyp aus der Maschine holen, kann es direkt montieren, weil es was auf Anhieb passt, ja, gibt es auch, aber eher selten. Meistens braucht man schon 2-3 Versuche, bis das Ganze dann serienreif ist und auch passt. Und dann hat man so einen kurzen Weg, ne? Man hat hier Platz zum Schrauben. Ja, aber es ist schon gaga, wenn man sagt, ich muss am besten, wenn du mit dem Roller halt an die Maschine fährst. Ne? Ja, sieht doch auch schön aus hier. Ne? Und wir sind Blechverarbeiter, Blechroller, Blechverarbeitung, es passt doch alles ganz gut zusammen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt im Video so gut rüberkommt, aber das ist eine Riesenmaschine, Leute. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier, die Tische, automatische Beladung, unfassbar. Sie guckt auch echt böse, ne? Und das ist jetzt das Gehirn von deiner Lasermaschine? Ja, im Prinzip unser papierloses Fertigungssystem. Hier sieht man dann die Schneidaufträge. Diese Teile sind jetzt alle diese Hauptständerversätze für PX. Das schneiden wir jetzt mal 50 Stück. Und hier sind dann einfach nur Teile für andere Kunden. Das heißt, da oben sind noch 2 Einzelteile und hier sind noch 5000 kleine Ringe, auch für einen anderen Kunde. So ist man einfach produktiver insgesamt und man muss nicht unbedingt dieses Dreier Edelstahl in diesem Fall jetzt nur für MRP oder nur für einen anderen Kunde auflegen. Ne? Ja klar, macht Sinn. Das genau. Ist ja ohne Ende Materialausschuss. Ja, und man sitzt mehr im Stapler, wie das, was läuft. Ne? Wahnsinn. Also so sieht das Teil direkt nach dem Laserschneider aus. Eigentlich top gradfrei. Es gibt hier ein paar Spritzer und so Sachen, aber mir entgratet die Teile immer. Also es wird bei uns immer geschliffen, dass einfach die Kante auch, dass sich keiner verletzt bei der Montage. Genau. Wie präzise ist der Laser? Also wenn du jetzt sagst, du willst das Loch an der und der Stelle haben und wie hoch? Gibt es da überhaupt eine thematische eine Abweichung vom Sollwert? Ja, also durch die Hitze haben wir natürlich hier eine Toleranz. Also das kann man nicht mit Fräse vergleichen. Fräse ist ja durch erheblich genauer, aber im Zehntelbereich sind wir hier auch. Also ich kann hier Positionen von 500stel bis 1/10 kann ich hier einhalten auf dieser Teilegröße. Und auch Bohrungstoleranz 1/10 sind kein Problem. Also für unsere Teile hier in diesem Roller-Business hat man da nie Probleme. Irgendwie, dass die Toleranz...
ihr solltet vielleicht wissen, Zehntelbereich ist, was das Thema Vespa anbelangt. Ja, wenn es Richtung Kurbelwelle geht, Zylinder, da okay, sind okay, wir dann, okay. Okay, aber nicht beim Hauptständer vom Platz, ja gut. Aber nicht beim Blech, echt nicht beim Blech. So, das nimmt wieder rein, dass keins fehlt. Ist der dort verbaut, der Versatz? Ja, hier ist der Versatz verbaut an der Sprit. Der allererste Prototyp noch, der klemmt noch ein wenig. Das heißt, es war der Abstand der Verschraubung für die Lasche nicht richtig. Deswegen klemmt hier praktisch die Lasche an dem, am Anschlag, ja. Was natürlich in der Serie behoben ist. Ne? Kannst du dir noch ein kleines bisschen neigen, dass ich das mal... Und hier sieht man jetzt massig Platz. Keine Probleme mit Feder oder mit dem Anschlag oder irgendwas zum Auspuff, was vorher nicht gepasst hat. Also das ist jetzt ein SIP Performance 2.0 mit einem 200er Motor in der Sprint. Ja, das wird schon eng. Also normalerweise ist das also nicht montierbar. Es passt nicht, genau. Man muss Seitenständer verbauen und so passt das Ganze. Ich habe halt oft das Problem gehabt, dass ich, je nachdem, was ich für einen Auspuff verbaut habe, auch auf der anderen Seite mit dem Krümmer. Können wir das vielleicht auch mal sehen? Ja. Also hier, das ist, in der Sprint ist jetzt eine PK-Gabel verbaut, Scheibenbremse und alles Schnickschnack. Die ist von der Höhe her relativ gleich wie original. Ja. Das heißt, hier ist auch ein Sprint-Hauptständer verbaut und das passt von der Höhe. Das heißt, hier muss man nichts modifizieren. Ja. Wenn man jetzt aber zum Beispiel eine VNB hat, die man auf 10 Zoll umbaut, dann ist der originale Hauptständer ja zu kurz. Ja. Das heißt, man muss einen Sprint-Hauptständer verbauen. Und dann kriegt man hier Probleme, weil an der Originalposition der Hauptständer ist etwas länger und dann stößt er hier am Krümmer an. Ja. Und mit dem Versatz wird alles weiter nach vorne versetzt. Das heißt, dieses Problem ist dann auch behoben. Man sieht hier Platz ohne Ende. Sehr geil. Ja, aber ich sehe, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Sehr schön. Ja, das ist im Prinzip hier, ne? mein Prototype-Eimer. Da ist schon der allererste Dumbo montiert. Der hat noch gar keine Pulverbeschichtung, der ist noch Rohstahl hier schnell auf die Schnelle zusammengeputzelt. Ist da dein Zylinderkopf mit drin? Ja, genau, das ist auch verbaut. Man sieht ihn hier unten zum Rausschauer. Da auch noch die, ist mir direkt gebrochen, die Zylinderhaube. Denn man muss hier unten leicht ausschneiden, ja. Dass diese Rippe hier frei sind. Und ja, da war ich wohl ein bisschen zu gewalttätig. Na, dann gehen wir mal weiter. Viele fragen sich, wie stabil der Gepäckträger ist. Ne? Ja, du sagst das. Ich habe nämlich gerade auch gefragt, wie stabil ist der. Ich habe so 72 Kilo. Passt. Hält. Also ein Bierkasten geht auch. Ne? Welcher ist, das ist jetzt der für die PX und die T5, ne? PX, T5, ganz genau. Das ist relativ knapp hier vorne mit dem Bremspedal. Das Problem haben wir ja bei der Oldies nicht. Die haben ja ein oberliegendes Bremspedal. Also gerade hier mit der Schraube relativ knapp und man muss auf diese Traverse drauf. Das heißt, der Hauptständer sitzt vorne, man sieht es hier etwas höher. Er geht nicht auf die gleiche Ebene, was aber kein Problem ist. Man sieht ja hier, selbst bei der T5, es versteckt sich auch schön hier hinter dieser Kunststoffabdeckung, aber auch bei der PX wäre das kein Problem. Die Anschlaggeschichte hier funktioniert wie original. Das hier ist eine italienische, die hat nur eine Feder. Die deutschen Modelle haben ja zwei Federn, ist ja vom Typ so vorgeschrieben. Das heißt, hier ist auch eine Doppelfedereinhängung. Ich habe hier die zweite Feder einfach hier am Anschlag eingehängt. Ja, ich kann jetzt nicht hochmachen, aber funktioniert auch einwandfrei. Kleines Lochbohrer. Und die eine Feder ist hier original. Ich habe aber hier außer zusätzlich auch noch eine Federaufhängung. Das heißt, wenn hier jemand einen großen Auspuff montiert, das ist jetzt hier T5 mit original T5 Auspuff. Wenn jemand einen großen Auspuff montiert, der bis hier nach vorne reicht, dann kann er einfach hier seitlich die Federn einhängen und hat in der Mitte gar nichts mehr. Ja, geil. So, und vom Steher her, ja, es steht ein bisschen höher. Die T5 hat aber auch eine gekürzte PK-Gabel, das heißt, die ist vorne ohnehin tiefer. Aber dadurch, dass der Hauptständer auf dieser Traverse sitzt, ist der Roller ungefähr 2 cm höher. Was aber kein Problem macht, lässt sich immer noch relativ leicht auf- und abbocken. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir beim Abkanter. Wir haben 4 CNC-Abkantmaschine. Und ja, hier werden die flachen Teile nach dem Lasern, nach dem Gewindeschneider, nach dem Engrate in Form gebracht. Das heißt, Abkantungen werden gemacht, Biegungen werden gemacht. Genau. Und alles CNC gesteuert. Das heißt, die Programmierung erfolgt eigentlich vom 3D-Modell. Diese Maschine hier hat auch einen automatischen Werkzeugwechsler. Das heißt, man lädt das Programm und die Werkzeuge werden automatisch eingebaut. Und aus dem flachen Teil wird dann so ein gebogenes Teil.
Das sind jetzt hier keine MRP-Teile. Ihr wisst jetzt nicht, wo man das an der Roller hinbauen sollte, sondern einfache Maschinenbauteile, wie hier die meiste Sache, die man eigentlich fertig hat. Genau. Aber hier werdet abgekannt, zum Beispiel die Teile für Gepäckbuchse, die Hauptständerversätze werdet hier abgekannt, die Gepäckhake, also eine Menge Teile, die irgendwie, ja. Sehr, sehr, sehr imposant. Ja, teure Maschine, nur für Rollerteile wird es sich nicht ganz lohnen. Ne? Also, man muss auch noch ein bisschen was anderes dann produzieren. Wo sind wir hier? Hier sind wir jetzt im Bereich, wo wir Gewinde einbringen, Senkungen einbringen. Muttern und Bolzer können wir hier zum Beispiel einpressen. Und hier liegt jetzt die zweite Serie, die erste Serie von der Hauptständerversatzplatte für Oldies, Sprint und so weiter, ist relativ schnell weggegangen. Das heißt, ich habe da hurtig wieder nachproduziert. Und hier sieht man jetzt die Teile, wie sie vom Lasern kommen. Also noch flach, noch unentgratet. Hier kommen noch die ganze Gewinde rein. Das sind so viele Bohrungen, damit man verschiedene Hauptständer montieren kann. Das heißt, man kann Sprint-Hauptständer montieren, man kann VNB-Hauptständer montieren, PX-Hauptständer montieren. Das heißt, es fällt im Grunde jetzt auch das Unterstützungsblech für den Seitenständer weg, weil das Material ist ja viel massiver. Ganz genau. Also auch das Durchbiegen vom Originalblech, hier biegt gar nichts durch. Ne? Also so immer, das heißt, ich habe also im Grunde das eine Bauteil gespart. Ne? Also da biegt nichts durch. Ne? Das ist wirklich sehr stabil. Es wundern sich oder fragen sich auch viele, ob das vibriert. Also hier vibriert nichts. Ne? Materialstärke 3 mm? 3 mm Edelstahl, genau. Und auch hier, man sieht es, also ist eigentlich gerade frei Laser geschnitten. Aber das Erste, was wir jetzt machen, wir bringen die Gewinde ein. Das heißt, eben hier so viele Gewinde, damit man verschiedene Hauptständer montieren kann. Und VNB, Sprint, PX, die haben alle unterschiedliche Abstände, weil die Rahmen natürlich anders sind. Deswegen haben wir die alle einbracht. Ja, sind ein paar Löcher mehr zu schneiden, sind ein paar Gewinde mehr zu schneiden. Die hier sind schon die Gewindegeschnitte. M6-Gewinde, Schrauber werden natürlich auch alles mitgeliefert. Hier wird praktisch nachher der Hauptständer dran montiert. Das heißt, man muss nichts bohren am Rahmen oder irgendwo. Und dieses Versatzblech wird an der Originalbohrung mit den Originalschrauben angeschraubt. Und wir haben da noch ein bisschen Langlöcher, dass man auch noch ein bisschen spielen kann. Man kann ein bisschen nach vorne, nach hinten schieben und sie geht ein bisschen auseinander, weil man ja das verschieden breite Lochbild hat von verschiedenen Modellen. VNB, Sprint, die sind einfach unterschiedlich. Ja. Also die eierlegende Wollmilchsau quasi. Ja, ich hoffe. Ne? Ich kann natürlich nur prüfen an den Modellen, die ich auch hier habe. Also VBB1T habe ich schon viele gefragt. Ja, ab einer gewissen Seriennummer, die ich leider nicht weiß. Okay. Aber das werden wir rausfinden, da sind auch oftmals die Kunden hilfreich. Ne? Also die dann einfach sagen, okay. Also das heißt, du freust dich auch darüber, wenn du Infos von den Kunden kriegst, die sagen, hier, pass mal auf. Absolut. Also ich kann gewisse Modelle kann ich angeben. Es passt an diese Modelle und wenn ein Kunde da ganz interessiert ist, es bei sich mal zu probieren, gerne melde und wenn es nicht passt, zurückschicke. Kein Problem. Aber auf die Informationen freue ich mich natürlich. Wenn ich weiß, es passt noch an dieses und jenes Modell, kann ich es ausschreiben und die Leute sind glücklich. Ne? Und klar, ich kann natürlich mehr davon verkaufen, freut mich natürlich auch. Ja. Klar, keine eine Win-Win-Situation. Frage. Genau. Einstellung, das ist gleich passiert. So. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Dremel. Ja, es ist pneumatisch, hat nicht sonderlich viel Kraft, aber für kleine Gewinde bis zu M8 reicht es aus. Das heißt, hier kann man einfach dann Gewinde schneller schnappen. In dem Fall haben wir M6-Gewinde. In so ein Schnellwechselfutter rein. Zack. So, dann machen wir es hier meistens ganz einfach. Ein bisschen Öl dran. Wer gut schmiert, der gut fährt. Und dann jagt man einfach so die Gewinde rein. So, war ich schnell genug? Gucke, was der Chef sagt. Ich schraube der Chef noch selber. Genau. Sehr geil. So liefern wir das natürlich nicht aus. So wird es jetzt auch noch nicht abgekantet, sondern wie gesagt, wird es noch sauber entgratet, geschliffen, gereinigt selbstverständlich. Also das ist auch etwas, was mir auffällt, ganz stark bei Produkten. Ich baue ja deine Produkte viel und habe sie auch schon viel verbaut. Deine Produkte haben immer eine super Oberfläche, keine scharfen Kanten, nichts. Also das ist etwas, was dich wirklich auszeichnet. Freut mich. Wir könnten auch kurz zu der Maschine gehen, die dafür verantwortlich ist. Also natürlich, in erster Linie sind dafür verantwortlich mein spitzenmäßiges Team. Ne? Muss ich natürlich dazu sagen, also es gibt vielleicht größere Blechbearbeiter oder keine Ahnung was, aber ich habe das beste Team. Ne? Also keine Frage. Ne? Die besten Leute, die sind wichtig. Ja, aber
aber genau so freut, muss das sein. Freut einen bei Kunden, die sich darüber freut. Freut mich sehr, wenn irgendwie ich bei Facebook was Neues vorstelle und die Leute schreiben drunter, geil, super Idee oder wie auch immer. Das freut einen. Also das ist auch deine Motivation, die du dir da hast. Absolut, absolut. Also muss ich immer dazu sagen, natürlich verdient man damit Geld, aber sowas ist immer noch mal so ein Antrieb, ne, wo man wieder sagt, ach, geil, hat sich gelohnt, ne, der Aufwand. Und ja, man muss ja auch sehen, dass du einen Maschinenpark hast, der ja eigentlich für was anderes ist und du... Ich schaue natürlich immer auch bei meinen Teilen, bei der Konstruktion, dass ich das hier fertigungsgerecht konstruiere. Klar, ich möchte nichts konstruieren, was ich dann bei mir nachher hier gar nicht fertigen kann. Und ich konstruiere natürlich auch nicht für Guss oder sowas. Kann ich nicht, ist in Deutschland auch kein Thema mehr, ist schwierig. Also ich plane auch nicht irgendwie in China zuzukaufen, sondern das wird schon alles hier fertig. Und natürlich immer Partnerbetriebe, Pulverbeschichte, sowas mache ich nicht allein, aber... ja, jetzt irgendwie aus China oder sowas, bin ich kein so ein Fan. Ne? Auf meine Leute hier kann ich mich verlassen. Wir haben ja jetzt gerade über St. Graten gesprochen. Wo sind wir jetzt hier? Genau, also ich habe das Teil mal noch dabei, wo ich gerade die Gewinde reingeschnitten habe. Das wird jetzt natürlich normalerweise nur mit Druckluft ein bisschen gereinigt und dann wird es beidseitig entgratet und alle Kanten ein bisschen verrundet. Und dafür ist diese Maschine hier verantwortlich. Das heißt, hier ist ein Fließband. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil die Maschine gerade auf Aluminium gerüstet ist. Das heißt, die Schleifmittel werden immer für Aluminium, Edelstahl oder Stahl jeweils gewechselt natürlich. Klar, ja. Und man legt im Prinzip das Teil hier rein und diese Maschine, komm gerade mal rüber, hat dann hier drin verschiedene Schleifaggregate. Das heißt, erstmal hier ein relativ grobes Schleifband, da wird ein Grat entfernt, falls ich jetzt irgendwie Grat vom Gewindeschneiden habe oder vom Laserschneider oder so eine kleine Spritzer hier, ja, wird der Grat entfernt und nachher kommen solche Planetenköpfe mit weichem Schleifbesatz, die kennt man von Dremeln, von dieser kleinen weiche Schleifrolle, das ist eigentlich hier genau dasselbe. Ach guck, ja klar. Genau, nur eben in groß und leider in teuer. Auf jeden Fall, und die sind auf Planetenköpfe montiert, das heißt, die dreht sich selbst und im Ganze. Und hier läuft das Teil jetzt dann drunter auf diesem Schleifband und diese Schleifköpfe so drüber und dann werden alle Kanten sauber verrundet. Und dann habe ich noch einen Teil, wo sauber aussieht und sich keiner mehr verletzt bei der Montage. Sehr geil. Ja, Basti, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Ne? Du hast uns, mir und wahrscheinlich auch euch, echt einen sehr, sehr guten Eindruck gegeben, was hier so bei dir abläuft. Das hat mit Hinterhofwerkstatt oder Hinterhofschrauberei, Teilebau gar nichts zu tun. Das ist wirklich auf hochwertigem Niveau produziert und mit sehr viel Liebe, sehr viel persönlichem Einsatz zu Preisen, die super fair sind. Also das ist nicht billig, aber für das, was hier an Arbeit reinfließt und für das, was an Einsatz auch, an Maschineneinsatz. Ich meine, da stehen Maschinen, die haben die... Die kosten einfach ein unfassbares Geld. Die müssen ja auch bezahlt sein. Ne? Ich meine, ja, du machst halt auch noch ein bisschen was Hauptberufliches mit den Maschinen, aber den Nutzen, den du dadurch hast, um diese Teile machen zu können, der ist natürlich da. Aber die Teile sind halt, die sind über jeden Zweifel erhaben. Ich persönlich bin sehr großer Fan von deinen Teilen, das weißt du jetzt auch. Jetzt wäre noch rot hier, ne? Ja, aber... reicht mal nicht, ne? Nein, das ist aber wirklich so. Also das kann ich auch jedem problemlos sagen, dass das, was du da machst, auch hält. Ne? Also das, ja, verbaut, Dank, man, ja. Und da ist man auch immer gut bedient. Und auch wenn man ein Schräubchen fehlt, was persönlich mir noch nicht passiert ist, aber ich glaube, wenn ein Schräubchen fehlt, bist du der Letzte, der die Schraube nie hinterher schickt. Kein Problem, einfach eine E-Mail schreibe. Lieber eine E-Mail wie Anrufe. Ja, alles klar. Oder Facebook Messenger oder WhatsApp oder E-Mail. Ja. Bitte E-Mail. Ihr habt es gehört, also E-Mail. Aber ich sag auch danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Ne? Also ist auch nicht selbstverständlich, ins Auto zu sitzen und hier mit teurem Equipment 10 Kamerafrauen, die sind alle nackt, ne? Die könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die sind alle da. Okay. Nein, aber es ist... Riesenaufwand auch für dich und auch nachher das Ganze zu schneiden und so weiter. Ne? Ich hoffe, die Leute schätzen das, gucken die Videos an. Mich hat es wirklich interessiert. Ich hoffe, es kommt an. Ne? Also, mir hat es Spaß gemacht. Das ist auch für mich ganz wichtig. Ich wollte es unbedingt mal zeigen, weil wenn man selber viel schraubt und selber viel macht, dann weiß man auch, mit welcher Intensivität man an der Sache dran ist. Und wenn man halt nicht die Möglichkeit hat, Dinge selber zu bauen und jemanden hat, auf den man zurückgreifen kann, dann ist das immer super. Und an der Stelle war es für mich einfach auch mal wichtig, jetzt den Leuten draußen zu zeigen, was hier so getrieben wird und dass das also
keine Spaßveranstaltung mehr ist, sondern dass du wirklich mit richtig viel Einsatz bei der Sache bist. Ne? Freut mich, Dankeschön. Ja. Also. Und ich freue mich auf weitere Videos, hoffentlich. Ja. Weil ich gucke auch mal gern woanders hinter die Kulisse. Ne? Also ich finde es hochinteressantes Thema. Bei mir, ich kenne alles, aber ich gucke gern auch woanders hinter die Kulisse. Ja? Wenn ihr, das könnt ihr mal drunter schreiben, wenn ihr wollt. Wenn ihr noch irgendwo eine Idee habt, wo ich mal hinfahren soll, wo ich mal ein bisschen Kulissen gucken soll. Vorausgesetzt, das Unternehmen möchte das dann auch. Bin ich gerne dabei. Könnt ihr mal unten drunter schreiben. An der Stelle vielen Dank. Euch danke fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor all alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take it on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm.